Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wollen Luna und ich euch die Neuzugänge aus dem April vorstellen. Das war für uns beide der Geburtstagsmonat. Luna ist am 16. April 10 geworden und ich bin am 29. April 41 geworden. Ja, puh, mag man gar nicht aussprechen. Das kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen, dass man schon so alt geworden ist. Ja. Und am Ende zeige ich euch auch ein paar Geburtstagsgeschenke. Eigentlich bekomme ich ja keine, aber da ich jetzt immer mit meinen Bücherfreundinnen sozusagen Geburtstagspäckchen mache, habe ich auch endlich mal Geburtstagsgeschenke bekommen. Und die Bücher davon zeige ich euch dann. Ich würde sagen, ich starte einfach mal. Bevor ich es vergesse. Ich muss mich echt zwingen, meine neue Brille aufzusetzen. Und ich würde jetzt wirklich mal gerne von euch eine ganz ehrliche Meinung. Ich habe ja sonst diese etwas eckigere auf, etwas kleinere. Würde mich wirklich mal interessieren, welche ihr besser findet. Weil irgendwie finde ich, habe ich das Gefühl, dass diese nicht so gut zu mir passt. Aber schreibt das wirklich gerne mal ganz ehrlich in die Kommentare, würde ich mich sehr drüber freuen. So, jetzt fange ich aber auch an. Ich glaube bei Rebuy hatte ich mir das bestellt. Ich hatte den ersten Teil von The Club, wie heißt der denn noch, Flirt, hatte ich ja im Zuge meines Subabbaus gelesen. Es war mittelmäßig, aber doch so, dass ich wissen möchte, wie es weitergeht. Und deswegen habe ich mir jetzt den zweiten Teil bestellt. Bei Rebuy ist auch in einem Top-Zustand, außer dass es ein Mängelexemplar ist. Und zwar The Club Match. Das ist auch dünner als der erste Teil. Und hier bin ich einfach mal gespannt, wie es mit Jonas und Sarah weitergeht. Und kann jetzt nicht so viel sagen, da es ein zweiter Teil ist. Es geht hier halt um einen Club, an dem man sich anmeldet und um sexuelle Abenteuer zu erleben. Und Jonas hat dort Sarah kennengelernt, die dort eigentlich arbeitet. Also sie bearbeitet die Anmeldungen und aber ich möchte hier jetzt wirklich nicht mehr so viel zu sagen, sonst würde ich spoilern. Die Cover gefallen mir eigentlich ganz gut und das werde ich jetzt auch bald lesen. Das hat nämlich nur 240 Seiten. So, dann ist bei mir eingezogen aufgrund einer Avell-Bestellung. Da habe ich auch ein Unpacking zu gemacht. Wenn ich daran denke, verlinke ich es euch gleich in der Infobox. Das war allerdings ein Mini-Unpacking mit zwei Büchern. Ich glaube, es waren nur diese beiden. Zum einen Wir fliegen, wenn wir fallen von Ava Reed. Ich will schon lange was von der Autorin lesen und habe mir das daher günstig mitbestellt. Hier geht es um eine Liste mit 10 Wünschen, die der alte Phil nach seinem Tod hinterlässt. Sie ist Yara und Noel gewidmet, zusammen mit seinem letzten Willen. Gemeinsam sollen sie seine unerfüllten Wünsche wahr werden lassen. Und Ava Reed soll ja sehr gefühlvoll schreiben. Und deswegen bin ich schon sehr gespannt auf dieses Buch. Dann habe ich schon vor einiger Zeit einen Kriminalroman gelesen von Sarah Blädel. Und das hieß irgendwas mit Mädchen, die vergessenen Mädchen. Und da stand immer, dass es eine Reihe ist. Und ich hatte nie gesehen, dass jetzt der zweite Teil da ist. Und jetzt habe ich ihn schon bei Avell entdeckt. Und deswegen musste der natürlich mit. Der Pfad des Todes von Sarah Blädel. Das Ganze spielt, ich glaube, in Schweden. Nee, Dänemark. Und hier zeichnet eine Wildkamera in einem dänischen Wald Bilder eines verängstigten Jugendlichen auf. Als sich herausstellt, dass der Junge vor mehr als 2 Wochen als vermisst gemeldet wurde, ist Kommissarin Luise Rick alarmiert. Warum wirkt er auf den Aufnahmen so panisch? Und warum kehrt er nicht nach Hause zurück? Dann wird im gleichen Wald die Leiche einer jungen Frau gefunden. Und da freue ich mich wirklich schon drauf, denn der erste Teil hatte mir richtig gut gefallen. Dann hatte ich in einer Krabbelkiste ein Buch entdeckt, was noch gar nicht so alt ist und die Reihe im Moment auch erst aus 2 Teilen besteht. Deswegen habe ich mich entschlossen, das Buch mitzunehmen.
weil mir das auch vom Cover her total gut gefallen hat. Und zwar von Andreas Gößling, Wolfswut. Das ist ein True-Crime-Thriller. Und jetzt ist nämlich auch gerade erst der zweite Teil erschienen, sodass ich da ja auch noch Möglichkeit habe, in die Reihe einzusteigen. Das hatte mich 3,99 € gekostet und ist wirklich in einem super Zustand. Hier steht, dass es um einen wahren Fall eines deutschen Serienkillers geht. Und ich lese mal eben vor. Wie ein reißender Wolf muss er über sie hergefallen sein. Die in Fässern gelagerten Frauenleichen weisen Verletzungen auf, deren Anblick kaum zu ertragen ist. Skrupellos muss er die Taten vertuscht haben, denn über Jahrzehnte blieb der Mörder unentdeckt. Jetzt nach seinem Tod soll die Akte geschlossen werden, bis ein weiterer Mord geschieht in der Handschrift des Wolfes. Es ist auch relativ dick mit über 500 Seiten für einen Thriller, aber ich fand, es hörte sich wirklich sehr interessant an. Dann hatte ich mir, ich glaube auch mal bei Avel, da muss ich ja relativ oft bestellt haben, so kommt das raus. Ja, auf jeden Fall habe ich ein Buch bestellt, wo schon so viele von geschwärmt haben, obwohl das echt dünn ist, auch mit 240 Seiten, von Ayn Rand, The Ending. Ich glaube, da hatte Dirk damals auch so von geschwärmt. Dirk, falls du das siehst, du hast das doch auch gelesen, ne? Hier steht, du wirst dich fürchten und du wirst nicht wissen, warum. Ist im Knauer Verlag erschienen, damals für 14,99 €. Ich habe es jetzt für die Hälfte bekommen. Eine Frau fährt mit ihrem Freund Jack durch die winterliche Weite Kanadas. Trotz ihrer neuen Liebe denkt sie darüber nach, Schluss zu machen. Und während draußen die Dämmerung das einsame Land in Dunkelheit hüllt, werden drinnen im Wagen die Gespräche und die Atmosphäre immer unheimlicher. Weshalb hält die Frau einen Stalker vor Jake geheim, der ihr Angst macht? Warum gibt Jake nur bruchstückhaft etwas von sich preis? Ein kaum greifbares Unbehagen steigt auf. Nur eines ist klar. Das junge Paar steuert unaufhaltsam in die Katastrophe. Also ich denke, das werde ich wirklich bald lesen, da es ja auch wirklich nicht viele Seiten hat. So, dann ist noch bei mir eingezogen, das erste Mal aus dem... Wo steht's denn jetzt? Steht hier jetzt natürlich nicht. Wie heißt der Verlag noch? Ich glaube Books on Demand oder Demand. Das ist so ein Self-Publisher-Verlag. Und zwar von Sarah Sachs, Extended, Trust, Charlotte und Trenton. Das ist der erste Teil ihrer neuen Reihe. Und ich finde, der hörte sich sehr interessant an. Und deswegen habe ich mir das Buch auch angefragt. Es hört sich schon sehr speziell an. Allein die Vorstellung, mit Männern intim zu werden, löst bei Charlotte Young seit Jahren Panik aus. Um sich endlich von dieser zu befreien, wählt sie eine ungewöhnliche Selbsttherapie, die sie geradewegs ins Extended führt, einen exklusiven Club, der sich ausschließlich um die sexuellen Bedürfnisse von Frauen kümmert. Hier trifft sie auf Trenton Parker, Clubbesitzer, Barkeeper und Callboy. Hört sich auf jeden Fall sehr exklusiv an. Dann ist bei mir eingezogen der neue Thriller von Holly Seddon, Close Your Eyes. Zwei Schwestern, ein Leben voller Geheimnisse, eine grausame Enthüllung. Ein Thriller aus dem Heine Verlag für 9,99 €. Und hier geht es um die Zwillinge Robin und Sarah. Sie standen sich eigentlich nie nah. Sie waren sich nicht einmal besonders ähnlich. Trotzdem liebten sie einander innig. Doch eine grausame Schicksalswendung zwang die Geschwister dazu, getrennte Wege zu gehen. Jetzt mit Anfang 30 leidet Robin an Panikattacken und kann nicht einmal das Haus verlassen. Sarah hingegen führt das Leben ihrer Träume. Doch das alles droht zu zerbrechen, als sich Sarah dem denkbar schlimmsten aller Vorwürfe stellen muss. Um ihr Leben wiederzubekommen, muss sie tief in ihrer Vergangenheit graben. Und dafür braucht sie Robin dringender denn je. Hört sich auf jeden Fall interessant an und das Cover gefällt mir auch gut. Und ich habe damals von Holly Seddon das Buch gehört und das fand ich so genial.
Wenn ich jetzt auch mal noch schnell wüsste, wie das heißt. Da ging es um eine alkoholkranke Journalistin, die einen 10 Jahre, glaube ich, 10 Jahre alten Fall auflösen will, um ein Mädchen, was seitdem im Koma liegt. Oh, ich komme jetzt nicht drauf. Ich habe das hier auf jeden Fall stehen. Ich weiß es jetzt nicht. Auf jeden Fall, das hört sich auch sehr interessant an. Dann ist auch das neue Buch von Adele Parks bei mir eingezogen. Lass sie nicht in dein Haus. Ist im HarperCollins Verlag für 10,99 Euro erschienen. Ist auch relativ dick. Ja, es geht noch. 478 Seiten oder 480. Hier geht es um Melanie und ihre ehemals beste Freundin Abby. Sie haben sich lange nicht gesehen. Während der Uni waren sie unzertrennlich, doch dann musste Mel ihr Studium abbrechen, weil sie schwanger wurde. Abby heiratete ihren Freund Rob, ging mit ihm nach Amerika und die beiden Frauen verloren sich aus den Augen. Nun meldet sich Abby plötzlich bei Mel. Sie hat sich von Rob getrennt und kehrt nach England zurück. Mel lädt sie spontan ein, erst einmal bei ihr zu wohnen. Sie empfängt Abby mit offenen Armen. Doch bald macht Mel eine schreckliche Entdeckung. Warum ist Abby wirklich zurückgekommen? Also mir gefallen die Bücher von Adele Parks eigentlich immer sehr gut und deswegen bin ich auch hierauf schon sehr gespannt. Dann ist ein New Adult Roman bei mir eingezogen und zwar mein erster von V. Keeland. Mr. West ist jetzt im Goldman Verlag erschienen für 12 Euro. Und hier geht es um Professor West. Er ist jung, klug, sexy und absolut tabu. Rachel macht ihren Doktor in Musiktherapie und arbeitet mit ihrer besten Freundin Ava in einer angesagten Bar in Brooklyn. Als Avas verlogener Ex-Freund das Lokal betritt, sieht Rachel rot und sagt dem Fremden gründlich die Meinung. Leider stellt sich heraus, dass sie den falschen, attraktiven Mann anfährt. Doch es kommt noch schlimmer. Am nächsten Tag betritt ihr neuer Professor und Doktorvater, der brillante Kane West, den Hörsaal. Und es ist niemand anders als der gut aussehende Mann aus der Bar. Also ich finde, das hört sich wirklich richtig gut an. Hat auch nur etwas über 360 Seiten und wird auch so ziemlich als nächstes von mir gelesen. Dann ein Buch, was ich gestern Abend angefangen habe und heute Mittag beendet habe. Es hatte so eine Sogwirkung. Ich hatte eigentlich schon ein bisschen dagegen angesehen, weil es relativ mittelmäßige Kritiken bekommen hat. Für mich war es aber ein Erotikbuch, so wie ich es mag. Und es war einfach ein 5-Sterne-Buch für mich. Und zwar Off Limits, Du bist Tabu von Claire Connelly. Da wird es auch im Juni einen zweiten Teil zu geben, den ich jetzt schon nicht erwarten kann. Hier ging es nämlich um den Millionär, Millionär Jack. Und Gemma arbeitet für ihn. Es ist aber eine Qual für ihn zu arbeiten, weil sie ihn wahnsinnig anziehend findet. Und seitdem seine Frau Lucy gestorben ist, klettert Jack durch alle Betten und irgendwann probiert er seine Verführungskünste auch an Gemma aus und es ist klar, dass sie ihm nicht lange widerstehen kann und daraufhin beginnen die zwei eine ganz, ganz heiße Affäre und mir hat das Buch einfach wahnsinnig gut gefallen und absolut Suchtfaktor, ich konnte gar nicht mehr aufhören zu lesen und das habe ich beim Erotikbuch wirklich selten. Ja, dann ist noch bei mir eingezogen, das wird jetzt als nächstes angefangen, von Chris Bruckmeier. Dein Ende ist ein Thriller aus dem Rororo Verlag für 13 Euro. Es ist wohl ein Spannungsroman aus Schottland. Dein Ende ist grausam, denn du hast es verdient. Diana Jagers, eine erfolgreiche Chirurgin. Messerscharf ist nicht nur ihr Skalpell, sondern auch ihr Verstand. In ihrem Blog deckt sie Missstände im Medizinwesen auf. Das gefällt nicht allen. Peter Elphinstone ist ein lebenslustiger Informatiker. Er nimmt das Leben, wie es kommt.
Ein halbes Jahr nach der Blitzhochzeit mit Diana verschwindet sein Auto in einem Fluss und mit ihm Peter oder Peter. Jack Parlabain überschreitet als Journalist gegen die Grenzen des Erlaubten. Nun soll er den Beweis liefern, dass Diana eine eiskalte Mörderin ist, dass sie Peters Ende war. Wird Jack nun ihr Ende sein? Also ich finde, das hört sich wirklich wahnsinnig interessant und spannend an. So, dann habe ich hier noch von Kathryn Croft das neue Buch, den neuen Thriller. Ich muss sagen, im Moment lese ich wieder mehr Thriller. Eine Zeit habe ich ja fast gar keine mehr gelesen. Also jetzt bin ich irgendwie wieder richtig drin. Und zwar von Kathryn Croft, Als Grace verschwand, ist im Rütten-Lönig Verlag erschienen. Ich kann schon gar nicht mehr sprechen. Hier geht es wieder um eine Entführung einer Tochter vor 18 Jahren. Und nach 18 Jahren meldet sich halt ein Mädchen mit dem Namen Grace bei ihr und erklärt, ihre Tochter zu sein. Aber Simone glaubt ihr nicht. Doch das Stofftier, das Grace bei sich hat, lässt sie zweifeln. Genauso ein Plüschhasen hat ihre Tochter besessen. Grace aber behauptet noch etwas anderes, dass sie aus Notwehr einen Mord begangen hat und dass sie dringend Hilfe braucht. Simone ist hin und her gerissen und dann verschwindet Grace wie ihre Tochter damals. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das hört sich doch gut an. So, und das letzte Buch außerhalb meiner Geburtstagsgeschenke ist der neue Thriller von Stefan Arnhem. Da habe ich echt lange drauf gewartet. 10 Stunden tot. Ist im Ullstein Verlag erschienen und gehört zu der Fabian Risk-Reihe. Und das Beste an dem Buch ist eigentlich für mich, dass ich dann endlich wieder ein David Nathan Hörbuch hören kann. Weil die Stefan Arnhem Thriller spricht David Nathan immer. Und da freue ich mich jetzt schon wahnsinnig drauf. Und das spielt in Schweden. Hier geht es ja wieder um den Kommissar Fabian Risk. Und ja, er bearbeitet halt wieder einen Mord und es wird wohl der härteste Fall für Fabian Risk. Und es ist auch ganz schön dick mit um die 500 Seiten. Es ist eigentlich nicht die Seitenlänge, die ich bei Swillern bevorzuge, muss ich gestehen. Aber wenn es spannend ist, wird das auch schnell vergehen. So, und jetzt komme ich zu meinen Geburtstagsgeschenken. Ich habe ja gerade gesagt, dass wir uns gegenseitig so im Wert von 15 Euro Päckchen schicken. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, jetzt meine Bücher aus der Wunschliste bekommen zu haben. Und ja, ich zeige sie euch einfach mal. Zum einen ist das von Winter Renshaw, Heartless. Das wollte ich schon lange haben. Das ist im Lux Verlag erschienen. Und hier geht es um Adi. Sie findet in New York ein handgeschriebenes Tagebuch und ahnt noch nicht, dass das ihr Leben verändern wird. Die Geschichte, die sie darin findet, berührt die junge Frau zutiefst. Sie erzählt von einer bittersüßen Liebe voll Sehnsucht und Schmerz. Als Adi das Tagebuch seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgeben will, trifft sie auf den weltberühmten, schlecht gelaunten und unheimlich attraktiven Ex-Baseballspieler Ace Amato, der ihr unmissverständlich klar macht, was er von aufdringlichen Fans wie Adi hält. Doch Ace' Verzweiflung und die tragische Liebesgeschichte aus dem Tagebuch gehen Adi nicht mehr aus dem Kopf. Und so sehr sie weiß, dass sie sich von ihm fernhalten sollte, zieht seine Traurigkeit sie jeden Tag tiefer in seinen Bann. Ich finde, das hört sich einfach wahnsinnig gut an. Hat auch gar nicht so viele Seiten, um die 300, ich glaube 36. Und möchte ich auch bald lesen. Dann ist auch ein absolutes Wunschbuch bei mir eingezogen. Und ich hatte auch erst hinterher gemerkt, dass das teurer ist, als eigentlich das ganze Päckchen sein soll. Und meine Bücherfreundin hat es mir trotzdem geschenkt. Und da freue ich mich auch wirklich sehr drüber. Und zwar Alles, Nichts und ganz viel dazwischen von Ava Reed ist ein Hardcover für 16,95 Euro. Und die Hauptprotagonistin heißt so wie meine Tochter. Ich hoffe natürlich, dass meiner Tochter das nie widerfahren wird. Und hier geht es um Leni. Sie ist glücklich und liebt ihr Leben, bis sich etwas in ihr verändert.
Plötzlich führt jeder Gedanke in Lenis Kopf ein chaotisches Eigenleben und ihre Gefühle drohen, sie zu überwältigen. Ganz tief in sich spürt sie etwas, das vorher nicht da war. Leere Traurigkeit und unendlich viel Angst. Was fehlt ihr? Und wie erklärt man etwas, das niemand sehen oder verstehen kann? Am wenigsten man selbst. Es soll auch sehr emotional sein, was man sich ja vorstellen kann bei dem Thema. Und da ich mich ja mit Depressionen und Angststörungen sowieso viel beschäftige, freue ich mich auch schon sehr auf dieses Buch. Und dann konnte ich jetzt endlich durch diese Geburtstagsgeschenke meine Piper Rain-Reihe, der San Francisco-Reihe heißt sie, glaube ich, vervollständigen. Den dritten Teil The Boxer hatte ich schon und jetzt habe ich noch bekommen den ersten Teil The Bartender und den zweiten Teil The Boxer. Und ich mag die Reihe wirklich sehr gerne und mussten einfach noch bei mir einziehen und da freue ich mich sehr drüber. Vielen Dank nochmal an euch Lieben. Ich habe mich da wahnsinnig drüber gefreut, da ich sonst wirklich eigentlich keine Geburtstagsgeschenke bekomme. Und ja, das war auf jeden Fall eine tolle Überraschung. Auf 2 Päckchen darf ich mich sogar noch freuen. Und ja, das waren meine Neuzugänge für den April. Wieder reichlich, wie ich finde, aber ihr wisst ja, ich lese ja auch viel. Mich würde interessieren, kennt ihr schon eines der Bücher oder interessiert euch auch eines der Bücher? Ich freue mich ja wie immer sehr auf eure Kommentare. Luna hat jetzt die ganze Zeit geschlafen und ich sehe gerade aus dem Fenster und sehe, es hagelt. Super. Meine Tochter ist nämlich gerade beim Fußballspielen. Heute ist das Wetter hier wirklich sehr unbeständig. Wir haben jetzt zwar Mai, aber es ist wie im April. Mal scheint richtig stark die Sonne und dann hagelt oder regnet es. Ganz, ganz komisch. Ja, das war's von mir. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Würde mich sehr über Rückmeldungen von euch freuen, auch wegen meiner Brille. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!